So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist der zweite Raid heute. Nach Viridium kommt jetzt also Cobalium. Leider Gottes habe ich euch mal hier rausgesucht. Der ist am Stadtwappen, da laufen wir jetzt auch hin. Noch 24 Minuten für 11.50 Uhr habe ich den angesetzt. Jetzt ist es 11.38 Uhr und später geht auf dem Markt hier noch ein Fünfer auf. Vielleicht ist das ja Terrakium, dann haben wir die drei auch schon abgehakt. Ich weiß immer noch nicht, was jetzt das Problem ist. Ich habe immer noch den Community Raid gepostet bei YouTube. Wenn ich hier aber über die YouTube-App reingehe und gehe auf den Community-Tab, sehe ich zwar, dass sich 9 Leute eingetragen haben. Wenn ich aber auf die Kommentare gehen will, um zu gucken, wer das ist, steht einfach da, Beitrag nicht mehr verfügbar. Das haben viele andere Leute auch und können sich deswegen nicht eintragen. Ich weiß nicht, wie die anderen es geschafft haben, diese 9 Stück, die dort stehen, warum die sich eintragen konnten. Es scheint also nicht bei jedem so zu sein, nur bei manchen. Und dann habe ich bemerkt, wenn ich über YouTube Studio da drauf gehe, nicht über die YouTube-App, sondern über Studio, habe ich bei Kommentare auf jeden Fall alles dastehen. Ihr könnt also hier gucken, ist auch sortiert, wer sich zuerst eingetragen hat, wer sich danach eingetragen hat. Hier habe ich wieder alle geaddet, habe ein Herzchen dran gemacht bei den Leuten. Die Genaya ist ja eigentlich fast immer dabei, deswegen habe ich natürlich den Krassboy eingeladen. Ob der jetzt annimmt und mitmacht, weiß ich nicht. Müssen wir dann sehen. Wir watscheln jetzt erstmal da hoch. Gucken, ob alle die Freundschaftsanfrage angenommen haben. Wenn ja, laden wir die alle ein. Wenn nicht, meldet bei uns halt später nochmal. Adden halt die Genaya auf dem Account auch noch. Die ist irgendwie immer am Start. Und ansonsten schauen wir mal, ob wir einen 100er kriegen. Ob wir einen Shiny kriegen. Ob wir sonst was kriegen. Und ob der Raid unten dann Terrakium wird. So, wir haben gleich mal wieder in die GoTool-App reingeguckt. Vorhin hat man ja das mit Viridium und Cobalium hat natürlich auch dieselben WP als 100er, nämlich 1727. Das merken wir uns mal. Und diesmal, weil es auch vom Typ Stahl ist, haben wir natürlich Kampf-Pokémon oder auch Boden-Pokémon als Top-Konda. Wir nehmen aber einfach wieder das, was es uns dann vorschlägt. Jetzt startet auch noch die App neu. Und theoretisch Viridium brauche ich noch ein 100er. Terrakium brauche ich auch noch ein 100er. Und das, was ich eigentlich überhaupt gar nicht brauche, ist Cobalium. Ich werde also jetzt den Community Raid mit euch machen, mit Cobalium. Aber ich werde ansonsten für keinen weiteren Cobalium Raid mehr einladen. Da müsst ihr ohne mich klarkommen. Und bei der Raid Mania werde ich auch keinen Cobalium Raid annehmen. Und warum? Das kann ich euch hier zeigen. Wir haben nämlich schon ein 100% Cobalium gemaxt. Wir haben ein zweites 100%iges Cobalium. Wir haben ein Lucky Shiny Cobalium und ein Shiny Cobalium. Also mehr kann man einfach nicht haben. Deswegen würde ich sagen, ist das das letzte Cobalium. Zum Glück sind alle drei da. Dann kann ich eine Woche lang auf Terrakium gehen. Das ist immer noch das Nützlichste, meiner Meinung nach. Jetzt hauen wir hier aber überall die Pässe rein. Und bei den zwei iPhones muss ich natürlich wieder einladen. Da lese ich euch wieder vor, wen wir alles einladen. Ich habe mir wieder Punkte dran gemacht. So. Grassboy, Diegeldabber, Julian K., Seppel Stodler, Skittenjus, 503 GmbH, Aiwas Schaf, Beritner, Kulidita und Humke. Das sind 10 Leute. 10 Leute werden eingeladen. 6 sind von uns. Das hat hier überall Heatran rangenommen. Heatran, Heatran, Heatran. Hier ist auch Rihonyor, Knackrack dabei. Hier habt ihr noch Groudon. Hier ist Glurak dabei. Hier ist Lavados, Glurak, Entei, Heatran. Und beim Großen seht ihr auch die Auswahl. Lavados, Entei, Groudon, Groudons, Gelabra und Glurak. Wie gesagt, am besten Feuer-Pokémon wegen Stahl oder auch Boden-Pokémon. Sind wir gespannt, ob es diesmal passt, dass 16 Leute drin sind und genau die 10, die wir eingeladen haben, mit reinkommen. Das Blaue ist alles von mir. Kurlidita ist der Erste.
Eiver Schaf ist drin. Berittner, Skittenjus, 503 GmbH, Humke, Julian K. Michas ist auch wieder drin, der schummelt sich immer rein. Der trägt sich nirgends ein, der schummelt sich einfach immer in die Arena. Ich hoffe, der verbraucht keine Einladung, keinen Fanraid. Seppe Stodler ist drin, okay, das passt. Wenn wir den Michas abziehen, sind wir trotzdem nur 14. Das heißt, zwei Stück fehlen schon wieder. Zwei Stück, die eingeladen sind, sind wieder nicht drin. Das tut mir natürlich leid für die Leute, die sonst immer sich noch in die Listen eintragen, wenn dann ein Platz... Hugo! Wer ist Hugo, Mann? Hugo, das Dschungeltier. Also zwei Leute sind nicht drin, die eingeladen wurden, aber egal. Wir stellen euch jetzt hier rüber, wir hauen da drauf und wir gucken mal, wer jetzt das 100er bekommt, wer jetzt das Shiny bekommt. Ihr schreibt natürlich rein, wer von euch das 100er bekommen hat oder wer von euch das Shiny bekommen hat. Das dürfte eigentlich auch relativ fix gehen. Ich habe bemerkt vorhin, dass kein einziges Pokémon von mir gestorben ist. Das war natürlich sehr cool. Ich wollte gerade die Beleber rausholen, wollte schnell vor dem Raid nochmal beleben. Dann habe ich gemerkt, es war einfach gar nichts tot. Also Viridium lässt sich eigentlich sehr gemütlich raiden. Kobalium, glaube ich, ist ein kleines Stück robuster. Aber ich würde euch trotzdem empfehlen, von den drei Viechern, sobald ihr das Shiny habt, geht nur noch auf Terrakium. Terrakium ist einfach, das sieht einfach am coolsten aus. Das hat das coolste Shiny. Das ist ein cooles Pokémon, das ist ein starkes Pokémon. Und gerade seine mächtigen Gesteinsattacken sind eine gute Alternative, wenn ihr kein gutes Despota mit Katapultsteinkante habt. Oder ansonsten auch noch ein Pokémon braucht mit Gesteinsattacken. Jetzt drücken wir uns hier wieder überall durch. So. Das dauert hoffentlich jetzt nicht so lang. Was war der 100er wert? Schreibt es doch mal rein. Auf jeden Fall wissen wir, alles über 17 ist schon mal okay. Pupsis Handy schmeiße ich jetzt hier rüber. Also nicht ihr Handy, aber ihren Account. So. Wir haben hier erstmal... Ach du Scheiße. Wir haben hier 17, 12, ja? 16, 89, 16, 66, 17, 3 und 17, 27. Also, da ist das 100er. Wir müssen aber natürlich auf dem Großen noch gucken. Was hat der Große? Der Große hat auf jeden Fall kein Shiny. 16,65. Der Große hat das Schlechteste aus der Runde, aber gut, er braucht auch keins. Das ist aber cool. Ach nee, das ist gar nicht Pupsi. Das ist ja typisch Andys Account. Egal. Wir fangen jetzt das. Und ich melde mich schnell um und dann gucken wir mal, ob wir das 100er auch noch in die Folge reinschneiden mit Fangen. Das wäre nämlich richtig genial. Das heißt, wir fangen das in der Überblendung und fangen das 100er auf der Kamera. So, wir haben uns jetzt auf jeden Fall umgemeldet. Wir haben 18 Bälle. Wie gesagt, auf dem großen Account habe ich ja schon 200er. Eins ist gemaxed, eins nicht. Jetzt habe ich beim typisch Andy Account, der spielt ja auch nicht mehr, der hatte mir ja damals vermacht, auch ein 100er drauf. Da nehmen wir natürlich jetzt gerne eine goldene Beere. Wir könnten warten, bis er angreift, aber der steht eigentlich relativ ruhig. Und solange wir keine Faxen macht, würde ich zwar auf einfach fabelhaft gehen, aber nicht unbedingt warten. Ach man! Nicht unbedingt warten, bis der jedes Mal angreift. Man kann eigentlich auch zwischendurch reinwerfen. Ist nicht wie bei Groudon oder Despotar, die so aggressiv sind, dass die jeden Ball abwehren. Ihr könnt also ruhig Zeit sparen, wenn ihr genügend Bälle habt. Schmeißt einfach drauf. Ihr seht ja, wie schön das funktioniert. Nein, jetzt mal ernsthaft. Gebt euch halt ein bisschen Mühe. Gerade wenn ihr ein 100er habt, manche haben ja noch gar kein Kobalium. Deswegen, die würden sich natürlich freuen, überhaupt mal eins zu haben. Und dann sieht der Ramses hier, oh, er hat ein 100er und geht so leichtfertig damit um. Dann warten wir halt doch, bis es angegriffen hat, werfen dann drauf. Dann haben wir wenigstens einfach fabelhaft. Letztens habe ich auch unter einem Video gelesen, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Raid-Boss das war, da hat einer geschrieben, der schlechteste Fänger auf YouTube Pokémon Deutschland. Ja?
Das fand ich dann auch lustig, dass einer aufgrund des einen Videos, wo ich halt einfach so draufgeworfen habe, mir gleich den Titel schlechtester Fänger auf Pokémon Go, YouTube, Landschaft, sonst was. Ich meine, was wollt ihr denn? Es ist doch drin. Ist doch egal, wie man wirft. Hauptsache, das Ergebnis zählt. Hier seht ihr das nochmal. 100% Kobalium auf dem blauen Account beim ersten Raid. Das ist sehr schön. Das schreibe ich auch in den Titel. Das gibt Klicks, ne? 100% Shiny, 100% Kobalium beim Shiny Community Raid. So müsst ihr das reinschreiben. Ja, dann war es das eigentlich. Habt ihr auch einen 100er bekommen? Habt ihr einen Shiny bekommen? Schreibt es mal rein. Vorhin gab es ja gleich zwei Shinies. Jetzt kein Shiny, dafür das 100er. Und 12.18 Uhr, das ist schon in 18 Minuten, geht auf dem Markt einer auf. Und wenn das Terrakium ist, muss ich gleich die nächste Liste posten. Und dann sehen wir uns gleich schon wieder beim Terrakium Community Raid. In Hoffnung auf Shiny. Das war's. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.